dieser Übung möchte ich demonstrieren, wie Sie benutzerdefinierte Ansichten abspeichern und später auch verändern können. Ich habe ja mal diese eine Übung geöffnet, wo wir das Ganze mal ein bisschen trainieren wollen. Und zwar sieht das dann so aus. Hier haben wir einen Grundriss von einer ganz einfachen Gebäude. Und gerade jetzt im ersten Semester, wenn wir hier es mit sehr einfachen und kleinen Konstruktionen zu tun haben, empfiehlt es sich, dass man Schnitte und Ansichten möglichst umklappt, ja, und an dem Grundrissen ausrichtet bzw. aneinander ausrichtet. Das heißt, ich habe hier meine Schnittachse und dann baue ich hier meinen Schnitt auf und zeichne dann über den Schnitt meine Ansicht. Wenn Sie dann größere Projekte haben später, dann wird man das wahrscheinlich nicht mehr so machen, ja, aber gerade jetzt hier, wenn man das erste Mal mit solchen Sachen zu tun hat, Konstruktion von Schnitten und Ansichten, ist das sehr praktisch. Was allerdings unpraktisch wäre, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an diesem Schnitt arbeite, ist das, glaube ich, noch okay. Ja, ich kann jetzt hier ranzoomen und kann jetzt hier mit dem Fadenkreuz schön fluchten, wo ist hier was. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt hier an diesem Schnitt Ost oder an dem Schnitt West arbeiten würde oder Schnitt Süd, ist das dann eher unpraktisch, dass man dann immer quasi unten arbeitet oder rechts oder links. Und das ist aber nicht notwendig. Ja, wir können unserem Modellbereich entsprechend anpassen und dann auch diese Anpassung dann dauerhaft abspeichern. Und das wollen wir uns anschauen. Zunächst habe ich jetzt nochmal so ein paar Ansichten vorbereitet. Die finden Sie unter anderem hier. Wenn Sie hier auf hier diese Ansichten gehen, dann sehen Sie hier zunächst gewisse Standardsansichten. Ja, wie zum Beispiel oben oder von unten. Wir haben das bisher nie gebraucht, ja, weil wir die ganze Zeit immer nur in einer Ansicht gearbeitet haben. Wenn Sie später im 3D arbeiten, werden Sie sehen, dass Sie das sehr häufig brauchen. Da müssen Sie ständig die Ansichten wechseln. Im 2D ist das nicht unbedingt notwendig, es sei denn, Sie arbeiten jetzt mit solchen gedrehten Ansichten, um meinetwegen Schnitte und Schnitte anhand einen Grundriss auszurichten. Und dann können Sie auch benutzerdefinierte Ansichten anlegen. Hier zum Beispiel mal die Ansicht Grundriss. Ja, dann zoomt er mir ran und zeigt nur den Grundriss. Sie sehen, Sie speichern mit dieser Ansicht nicht nur die Einstellung am Bildschirm oder das Modellbereich, sondern Sie speichern auch Layer-Einstellungen mit. Ja, Sie haben gerade gesehen, es hat er quasi eine ganze Menge Layer ausgeschaltet. Dann können wir umschalten, für noch eine weitere Ansicht, beziehungsweise wir können das auch woanders machen, das werde ich auch mal kurz zeigen. Wenn Sie hier auf Ansicht gehen, finden Sie jetzt auch hier die Ansichten wieder. Hier haben wir gerade die Grundriss, dann gehen wir hier auf Ansicht Nord und jetzt wird hier auf die Nordansicht umgestellt. Ja, achten Sie mal hier auf den sogenannten View Cube. Ja, jetzt schauen wir von unten auf unser Modell drauf. Warum das so ist, werde ich später noch demonstrieren oder erläutern. Und gehen wir nochmal auf den Schnitt, hier zum Beispiel Schnitt Nord, und jetzt schauen wir wieder von oben drauf. Und was natürlich auch wichtig ist, dass das Koordinatensystem auch sich entsprechend mit ausrichtet. Ja, und wie man solche Ansichten erzeugt, möchte ich zeigen und wie man sie verändert. Ich hätte noch beinahe einen wichtigen Hinweis vergessen. Wenn Sie solche Ansichten hier im Modellbereich erzeugen, da ist es natürlich sehr praktisch für die Bearbeitung, wenn Sie jetzt hier an Ihrer Zeichnung weiterarbeiten wollen. Sie brauchen es dann eigentlich sogar noch verstärkt, wenn Sie im 3D arbeiten. Aber Sie können diese Ansichten auch später im Layout auf dem Plan wiederverwenden. Ja, das zeige ich dann in einer späteren Tutorial bzw. in einer späteren Übung, wenn es darum geht, wie man im Papierbereich dann Pläne anlegt. Und da können Sie diese Ansichten dann auch wiederverwenden. Ja, also nicht nur jetzt hier fürs Modell. Das ist natürlich sehr praktisch, aber Sie haben es dann auch hier wieder schon mal vorbereitet hier auf Ihrem Plan. Und da können Sie auch mit solchen Ansichten arbeiten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wie kann man solche Ansichten erzeugen? Und da sind ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Zunächst sollten Sie Ihr Modellbereich entsprechend eindrehen. Wir haben ja schon ein paar Ansichten angefertigt, hier Ansicht Nord, Grundriss, Schnitt Nord, und möchten meinetwegen jetzt die nächste Ansicht machen hier, das wäre dann Schnitt Ost. Ja, warum Ost? Hier oben haben Sie den View Cube. Und da sehen Sie, wo jetzt hier Norden, Süden, Westen oder Osten ist. Der Schnitt zeigt nach Osten, also tun wir den als auch so entsprechend benennen. Das wäre dann Schnitt Osten. Und ich möchte jetzt, dass dieser Schnitt oben liegt. Ja, wie mache ich das? Ich fahre ja mit der Maus über meinen View Cube, da habe ich hier oben so ein Pfeil. Und hier kann ich jetzt einfach draufklicken und dann den Arbeitsbereich entsprechend dieser Pfeilrichtung eindrehen. Jetzt habe ich so lange gedreht, bis mein, hier draufgeklickt, beziehungsweise gedreht, bis Osten oben liegt. Damit liegt auch mein Schnitt Osten oben.
Und jetzt habe ich schon mal diese Ansicht. Was man dann allerdings beachten sollte, wenn ich jetzt hier gedreht habe, dass hier mein Koordinatensystem sich natürlich mitdreht. Und bei dieser Einstellung würde jetzt Y horizontal sein und X vertikal. Das ist eher unpraktisch. Ja, Sie müssen da jedes Mal beachten, wenn Sie jetzt hier irgendwelche Sachen eingeben, dass das vertauscht ist, beziehungsweise dass halt Y horizontal und X vertikal zeigt. Das müssen Sie allerdings nicht. Sie können das Koordinatensystem auch entsprechend anpassen. Wie macht man das? Die einfachste Variante ist, sofern verfügbar, Sie klicken einfach hier drauf. Jetzt ist das Koordinatensystem markiert. Jetzt können Sie es hier unten an diesen Griff anfassen und verschieben. Und ich mache mal das Auto aus und mache meinen Objektfang an und kann das jetzt hier zum Beispiel in eine Ecke meiner Zeichnung legen. Jetzt habe ich das schon mal in meine Zeichnung reingeschoben. Ja, wenn Sie jetzt hier mal die Koordinaten beobachten, dann habe ich jetzt hier auch den Vorteil, dass ich jetzt sämtliche Koordinaten hier auf diesen sämtliche Zeichnungskoordinaten sich dann hier auf dieses Koordinatensystem hier in meiner Zeichnungsecke beziehen. Das ist wesentlich praktischer, als wenn das hier irgendwo in meiner Ebene liegt, ja, und keinen Bezug zu meiner Zeichnung hat. Ja, also kann ich jetzt hier entsprechend reinschieben. Ja, und wenn Sie zum Beispiel jetzt hier diese Linie ändern, ich zeige das mal ganz kurz. Gehen wir hier auf Pulle-Linie und dann gehen wir in die Eigenschaften. Wo haben wir sie? Hier. Das waren die Layer. Hier sind die Eigenschaften. Ja, da sehen Sie jetzt hier die Koordinaten. Ja, wenn Sie jetzt hier durchgehen und die beziehen sich jetzt hier unten auf diesen Punkt. Ja, und das ist natürlich viel besser, als wenn das Koordinatensystem jetzt irgendwo hier wirr in der Zeichenebene rumliegt. Was allerdings noch nicht gelöst ist, dass hier die X-Achse nach oben zeigt, aber auch das lässt sich relativ leicht lösen. Klicken Sie einfach nochmal drauf, markieren das, fassen jetzt hier oben die X-Achse an Ihrem Griff an. Sie sehen, Sie hätten theoretisch auch hier die Möglichkeit, um die Z-Achse, um die Y-Achse zu drehen. Ja, wenn Sie hier auf diese Option draufgehen, ja, müssen Sie aber gar nicht. Klicken Sie einfach hier drauf und jetzt können Sie hier über den Objektfang nochmal Ihr Koordinatensystem ausrichten. Sie können das natürlich auch schräg legen, ja, wenn Sie wollten. Ja, das wäre natürlich auch möglich. Brauchen wir in dem Fall nicht. Wir richten das wieder horizontal aus und jetzt zeigt wieder unsere X-Achse nach rechts in horizontaler Richtung und die Y-Achse nach oben in vertikaler Richtung. Jetzt, das können Sie theoretisch jetzt so lassen. Ich empfehle allerdings, wenn Sie diese Koordinateneinstellung auch unabhängig von der Ansicht wiederverwenden wollen, dass Sie die entsprechend dauerhaft abspeichern. Wie mache ich das? Auch nochmal dasselbe. Klicken einfach hier drauf, dann wieder rechte Maustaste, beziehungsweise jetzt zum ersten Mal rechte Maustaste, dann können Sie hier sagen, benanntes BKS. BKS steht für Benutzerkoordinatensystem. Sie sehen, da ist schon eins angelegt, nämlich Schnittnot. Jetzt gehen wir hier auf Speichern und können jetzt hier unten in der Befehlszeile hier den Namen eingeben und das wäre dann Schnitt Ost. Gehen auf Enter, bestätigen den Namen und haben das Koordinatensystem gespeichert. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier mal unterhalb unseres ViewCubes sehen wir hier die gespeicherten Koordinatensystem. Wenn wir auf diesen Pfeil klicken, sehen wir hier das WKS. Ja, das kommt immer das können Sie nicht ändern, das ist das sogenannte Weltkoordinatensystem. Das ist quasi fix. Das ist die Vorgabe in Ihrer AutoCAD-Datei. Aber Sie können dann hier noch weitere anlegen. Und Sie sehen, das ist gerade mitgekommen. Das war schon drin. Das haben wir eben gerade angelegt. Und so können Sie jetzt hier zwischen den einzelnen Koordinatensystemen immer schön hin und her schalten. Und Sie sehen jetzt auch hier, wie sich der ViewCube dann gegebenenfalls mit ausrichtet. Der Vorteil so eines benutzerdefinierten BKS, benutzerdefinierten Koordinatensystem, kurz BKS, ist jetzt nicht nur an diese Ansichten gebunden. Ja, da hat es vorhin schon angedeutet, wenn Sie jetzt das Koordinatensystem beliebig in der Ebene positionieren können, beziehungsweise wenn man vom 3D sprechen, dann beliebig im Raum, dann können Sie natürlich bezogen auf dieses BKS dann auch Ihre Koordinaten verändern. Ja, jetzt habe ich das mal ausgerichtet, hier das Koordinatensystem hier unten in der Ecke dieser Wand. Wenn ich jetzt hier die Wand zum Beispiel verändern will, besser gesagt die Pull-Linie hier, die Punkte dieser Wand, dann beziehen die sich alle jetzt auf dieses Koordinatensystem hier unten in der Ecke und könnte jetzt hier in den Eigenschaften, mal schauen, wo die sind. Die sind hier und jetzt hier zum Beispiel die einzelnen Punkte verändern. Wenn ich zum Beispiel höher haben möchte, die Wand, dann genügt es hier einfach zu sagen, okay, ich brauche in Y-Koordinate nicht von 300, sondern von 320.
Ja, und dann habe ich hier das entsprechend von hier unten aus geändert. Ja, das ist eine Technik, die jetzt unabhängig auch von den benutzerdefinierten Ansichten verwendet werden kann. Gerade im 3D wird die dann nochmal viel wichtiger als jetzt hier im 2D. Wie gesagt, Sie können das Koordinatensystem beliebig in der Ebene oder im Raum positionieren und auch, wenn Sie das mehrfach benötigen, dann auch entsprechend abspeichern. Falls Sie mal nicht an das Koordinatensystem rankommen, weil Sie hier nicht draufklicken können, ja, dann gibt es auch noch andere Varianten, eine PKS zu erzeugen. Entweder Sie machen das von hier aus, wenn Sie auf neues PKS gehen, ja, dann hängt das jetzt hier am Fadenkreuz und Sie können das jetzt hier positionieren, ja, und auch nochmal eindrehen, machen Sie das hier mal ein bisschen falsch und dann entsprechend nochmal ausrichten. Ja, also von hier aus geht das. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das über, jetzt muss ich kurz überlegen, über die Menüleiste zu machen. Also Sie gehen an die Menüleiste, da finden Sie das Ganze unter, ich glaube, Extras war es und hier neues PKS. Ja, hier haben Sie das auch nochmal. Oder halt benanntes PKS. Ja, und dann gehen Sie hier drauf und können hier auch arbeiten mit dieser Leiste, in der Sie hier einfach auf, hier finden Sie quasi die vorhandenen und können die auch hier entsprechend umbenennen. Rechte Maustaste. Er zeigt Ihnen quasi alle an, die jetzt hier gespeichert sind. Ja. Und dann gibt es ja noch, können Sie auch die Einstellung ändern. Also hier finden Sie auch noch mal eine ganze Menge an Einstellungen, die Sie hier machen können. Ich mache es ehrlich gesagt nicht unbedingt sehr häufig von hier, ja, aber wer will, kann das auch hier machen. Ein neues können Sie von hier allerdings, glaube ich, nicht machen, ja. Das geht, glaube ich, nicht, ja, hier drin. Zumindest nicht, dass ich wüsste von hier aus. Sie können sie einfach nur hin und her schalten und entsprechend umbenennen. Ja, oftmals, wenn man einen Fehler gemacht hat beim Benennen, ist immer die Frage, wo kann man das umbenennen? Also Sie können das zum Beispiel hier machen. Es gibt auch die Möglichkeit, hier unter Extras oder unter Format hier umbenennen. Ja, da finden Sie auch nochmal die Möglichkeiten, Sachen umzubenennen. Hier zum Beispiel zeigt er Ihnen die PKS an, die Sie umbenennen können. Dann können Sie hier sagen alter Name und neuer Name. Im Übrigen können Sie auch noch andere Sachen umbenennen, ja, wie Layer, Blöcke etc. Ja, das geht hier auch. Was ein bisschen versteckt ist, ist die Möglichkeit, das über die Registerkarten zu machen. Ich habe das hier mal eingeschaltet. Das dürfte bei Ihnen standardmäßig ausgeschaltet sein. Wenn Sie hier auf die Registerkarte Ansicht gehen, bitte nicht verwechseln mit der Menüleiste Ansicht. Ja, das ist das hier, das ist die Menüleiste. Die habe ich hier eingeblendet bei mir immer. Die ist normalerweise auch ausgeblendet, standardmäßig. Hier ist sie eingeblendet und darunter ist die Registerkarte. Und dann habe ich hier unter Ansicht hier die Koordinaten eingeblendet. Und wenn ich mit der rechten Maustaste hier drauf gehe, dann gehen wir hier auf Gruppen anzeigen, finden jetzt hier die Koordinaten. Ja, den Haken sollten Sie setzen und dann finden Sie auch nochmal diverseste Befehle, um halt BKS benannte Koordinatensysteme oder Benutzerkoordinatensysteme, je nachdem, wie Sie das interpretieren wollen, einzustellen. Unter anderem finden Sie auch hier das Ding wieder, was ich vorhin eh schon gezeigt habe, wie Sie hier die Sache nochmal umbenennen können oder halt auch aktuell machen können und so weiter. Ja, das geht hier auch nochmal. Auch hier von hier aus können Sie auch neue Koordinatensysteme erstellen. Ja, ich zeige das deshalb, manchmal ist es mir schon aufgefallen, dass ich hier nicht in die Möglichkeit hatte, das Koordinatensystem anzuklicken. Ja, diese Möglichkeit, das Koordinatensystem anzuklicken, ist relativ neu. Ja, ich meine, es gibt schon seit einigen Versionen, aber früher hat man das Koordinatensystem nur über diese Sachen eingestellt. Und seitdem hier es die Möglichkeit gibt, das Koordinatensystem anzuklicken und über die Griffe mehr oder weniger einzustellen oder über das Kontextmenü rechte Maustaste, hat man diese Gruppe hier ein bisschen versteckt. Ja, Sie sehen, sie ist standardmäßig deaktiviert. Sie können sie aber immer noch aktivieren und haben halt auch hier die Möglichkeit, nochmal auf Ihr benutzerdefiniertes Koordinatensystem oder halt benanntes Koordinatensystem zuzugreifen, beziehungsweise das auch zu erstellen oder zu ändern. Ja, kommen wir zurück zu unseren Ansichten und möchten jetzt diese Ansicht hier dauerhaft abspeichern, um einfach da schneller zwischen diversesten Ansichten auch wechseln zu können. Wie machen wir das? Da gehen wir wieder in die Registerkarte Ansicht und finden jetzt hier Möglichkeiten, Ansichten zu erzeugen. Der einfachste Weg wäre, auf eine neue Ansicht zu gehen. Dann kommen Sie direkt hier in das Menü und können jetzt hier eine neue Ansicht anlegen. Wir sind jetzt immer noch im Schnitt Ost. Ich gebe der Sache erstmal einen Namen. Nennen die Ansicht Schnitt Ost und Ansichtskategorie, ja, das können wir jetzt hier erstmal weglassen. Das ist dann interessant, wenn Sie hier mehrere Ansichten haben.
Auch wir brauchen jetzt hier auch ein Standfoto, ja, das können wir auch so lassen, das ist auch uninteressant hier für unseren Bereich. Ja, es gibt noch diverseste andere Möglichkeiten, Ansichten zu erzeugen, die jetzt gerade aus dem 3D-Bereich kommen. Interessant wäre jetzt hier nochmal die Umgrenzung. Sie können die so lassen, wie sie jetzt ist, ja, wie wir es gerade eingestellt haben über Zoom. Sie können es aber hier nochmal ändern, indem Sie hier drauf gehen und hier meinetwegen jetzt nochmal ein extra Fenster drüber ziehen, ja, mit der Maus, mit der linken Maustaste, also hier Klick, und jetzt haben wir die Ansicht wirklich ganz genau ausgerichtet hier auf unser Schnitt Ost und bestätigen nochmal die Auswahl mit Enter und jetzt kommen wir wieder hier rein, jetzt haben wir quasi das Fenster definiert. Theoretisch könnten jetzt hier das auch zusammenklappen und hier Schluss machen, aber es empfiehlt sich doch hier nochmal hier zu schauen, sind doch noch einige Einstellungen drin. Sie sehen, Sie müssen das BKS nicht zwangsläufig mit speichern. Ich habe das BKS ja ein bisschen rumgespielt damit, ja, und der letzte Status, das wäre dieser hier, den ich jetzt eben gerade nochmal eingestellt habe, der läuft hier unter unbekannt, das ist quasi nicht benannt abgespeichert. Ich könnte das theoretisch auch gleich mit abspeichern. Ja, dann ist das BKS in der Ansicht mit gespeichert. Ich kann es aber dann nur noch über diese Ansicht aufrufen. Ja, wenn ich das BKS nicht separat abspeichere, dann ist das auch hier nicht verfügbar, um das meinetwegen dann nochmal unabhängig von der Ansicht aufzurufen. Ja, das können Sie machen, wie Sie wollen. Ich habe mir so angewöhnt, das meistens mit zu benennen. Ja, vor allen Dingen dann kann ich es auch, wie gesagt, ansichtsunabhängig verwenden. Wenn Ihnen das zu viel Arbeit ist, können Sie das auch mit der Ansicht einfach mit abspeichern. Selbes gilt für die Layer. Ja, die Layer-Einstellung können Sie jetzt direkt mit der Ansicht abspeichern. Sie können es natürlich auch unabhängig von der Ansicht über den Layer-Status speichern. Das habe ich in einem anderen Tutorial, Video bzw. Übung gezeigt. Ja, wir nehmen mal die Layer mit, ja, nehmen auch das BKS jetzt mit, wir können natürlich auch das BKS hier Schnitt Ost nehmen, das ist dasselbe, ja, das ist ja, das sind nochmal, jetzt hätten Sie nochmal Live-Schnitt, das sind halt alles Dinge jetzt aus dem 3D, visueller Stil, das können wir jetzt auch übergehen, das sind alles so Dinge, die jetzt eher aus dem 3D kommen, man könnte jetzt noch einen Hintergrund festlegen, aber auch das ist hier uninteressant, das ist eher dann, wenn es um Rendering geht oder sowas, können wir uns alles schenken, auch hier nochmal die Shot-Eigenschaften, ja, das sind auch nochmal so Dinge, die jetzt eher jetzt hier für solche, Sie können also auch so Filmverläufe hier mit abspeichern, ja, aber das wollen wir jetzt hier nicht uns anschauen, wir sind jetzt nur im 2D, da können wir uns das schenken, weil das sind quasi nur die Sachen interessant, dass sich das Ganze hier benennen, das können Sie überspringen, dann wo kann ich hier, die können nochmal den Ausschnitt genauer festlegen mit einer Fensterauswahl über Ihre linke Maustaste, dann haben wir gesagt, die Layer-Speicherung mit und das BKS und den Rest können wir wieder ignorieren. Ja, gehen auf OK. Und die Ansicht ist gespeichert. Können wir kurz mal ausprobieren. Jetzt sehen wir hier oben unsere Ansichten. Gehen wir wieder auf Grundriss. Da sehen wir den Grundriss. Gehen wir auf Schnitt Nord. Sehen wir den Schnitt Nord. Und gehen wir auf Schnitt Ost. Zeigt jetzt hier unseren Schnitt Ost inklusive dem Koordinatensystem. Ja, so können Sie vorgehen. So können Sie jetzt auch noch die anderen Ansichten hier erzeugen, die noch fehlen. Das wäre jetzt zum Beispiel noch der Schnitt Süd dürfte noch fehlen und Schnitt West. Richtig. Ja, Schnitt Süd, genau, und Schnitt West. Sie müssen quasi vier Schnittansichten haben und dann nochmal die Ansichten, sprich die Fassaden. Bei den Ansichten ist Folgendes zu beachten. Ich werde mal kurz den Layer einstellen, den Layer-Status ändern für meine Ansichten. Gehe also hier auf die Registerkarte Start, dann auf Layer und sage hier, wir wollen die Ansichten quasi nur sehen. Jetzt sehe ich hier meine Ansichten. Und hier, wenn Sie jetzt mit den umgeklappten Ansichten arbeiten, müssen Sie beachten, wenn ich jetzt die Ansicht umklappe, ja, dann schaue ich normalerweise erstmal, wenn ich jetzt von oben drauf schaue, auf die Innenwandansicht an. Ja, ich klappe diese Wand quasi um und wenn ich von oben drauf schaue, sehe ich die Wand von innen. Das gibt zwar auch in der Architektur den sogenannten Wandabriss oder so ähnlich heißt das, aber das wollen wir nicht haben, wir wollen die Außenwandansichten haben. Und ich mache es mal jetzt hier im 3D, sieht man es vielleicht ein bisschen besser, was ich meine. Halt, das ist kein richtiges 3D, so, ja. Jetzt sind die Wände quasi umgeklappt, ja, und ich schaue jetzt von oben drauf, dann sehe ich die Wände quasi von innen, will ich sie von außen sehen, dann müsste ich von unten drauf schauen. Das ist ganz wichtig, dass Sie das bitte berücksichtigen, wenn Sie jetzt die Außenansichten Ihres Gebäudes
zeichnen wollen, dass Sie immer von unten drauf schauen. Wie machen Sie das? Ja, Sie können es über den View Cube machen, ja, indem Sie einfach hier dann auch von unten gehen, ja, und dann können Sie das auch wieder drehen, wie Sie wollen. Das geht aber schneller, wenn Sie das von hier machen. Ja, gehen Sie einfach hier von unten, also jetzt mal von oben, das wäre jetzt wieder oben. Und jetzt gehe ich hier quasi auf, ich schaue von unten auf meine Zeichnung drauf. Was ein bisschen irritierend ist, er tut das hier nicht so sauber mit Anzeigen. Ja, ich habe es jetzt hier eingestellt. Ja, dann sehe ich es zwar hier, aber hier nicht. Und ich glaube, wenn Sie das hier einstellen am View Cube direkt, dann sehen Sie es auch hier. Ja, dann zeigt er mir es allerdings hier nicht an. Ja, das ist ein bisschen unschön, die ganze Geschichte. Ich mache es am liebsten im 2D, ehrlich gesagt, von hier, dann ist es, geht schneller. Ich nehme einfach die Standardansicht von unten und jetzt drehe ich das ein. Ich möchte meinetwegen, ich glaube, jetzt fehlt die Ansicht Süd noch, dann drehe ich das jetzt. Die restliche Reihenfolge ist ähnlich. Ich gehe jetzt hier auf Ansicht von Süden, drehe also so ein, dass die Süden oben liegt. Hier, ich schaue immer noch von unten drauf. Ja, das, Moment, das sehen wir hier. Jetzt ziehe mich, gehe ich wieder ran. Auch hier können Sie wieder das Koordinatensystem ändern. Sie müssen ein bisschen aufpassen. Das geht jetzt damals von unten drauf schauen. Sieht das ein bisschen anders aus. Ich passe es mal wieder an. Klicke das hier an. Schiebe das hierher. Und tue jetzt hier meine X-Achse eindrehen. Sie können theoretisch auch, ich mache mal hier Osten, das andere Koordinatensystem verwenden. Ja, weil Sie vom Schnitt schon angelegt haben. Ich mache mal, da tun wir es mal vielleicht das mal kurz speichern. Also wieder rechte Maustaste und sagen hier benanntes BKS und speichern und nennen das Ganze jetzt hier Ansicht Süd. Ne, was ist das? Ja, Süd. So, da haben wir das gespeichert. Jetzt können wir die Ansicht wieder abspeichern. Ich gehe mal jetzt einen anderen Weg. Das können Sie auch von hier machen. Benutzerdefinierte Ansicht und sagen hier Ansichtsmanager. Dann kommen Sie in den Ansichtsmanager rein, dann gehen Sie hier auf Neu. Und das ist dasselbe, nur halt ein bisschen andere Vorgehensweise. Und dann können Sie jetzt hier den Namen vergeben. Ich muss kurz überlegen, das Ding war jetzt hier Ansicht Süd. Und wieder Fenster definieren. Dann tun wir hier uns ein Auswahlrechteck ziehen. Bestätigen das Ganze mit Enter oder tun das halt abschließen mit Enter. Die Layer wollen wir mitspeichern, das passt. Koordinatensystem haben wir schon voreingestellt, das ist hier Ansicht Süd. Und den Rest können wir wieder ignorieren, interessiert uns nicht. Und gehen auf OK. Jetzt tun wir hier nochmal den Schnitt Ost machen oder Ansicht Ost in dem Fall. Und hier können Sie jetzt auch Folgendes machen, der hat mir vorhin gemacht, dass wir hier umschalten auf Schnitt Ost. Ja, allerdings ist es jetzt auf der anderen Seite. Ja, das können Sie natürlich auch machen, wenn Sie das nicht stört, dass Sie sagen, ja okay, ich lege das Koordinatensystem hier einfach auf die andere Seite und verwende das einfach vom Schnitt. Oder Sie machen es halt, dass Sie wieder auf WKS umstellen und dann hier das Koordinatensystem dann einfach manuell reinschieben. Es dürfte halt nur schwierig werden, weil Sie hier das dann nach so ausrichten. Ja, das ist natürlich, ja, Sie kriegen das nicht auf die andere Seite rüber. Sie könnten, oder wenn Sie jetzt hier sagen würden, um die, also Sie sehen, Sie können es ja nur um die Z-Achse drehen, aber nicht um die Y-Achse. Ja, meines Wissens geht das nicht, dass Sie das hier, weil da gibt es so eine bestimmte Regel, wie das Koordinatensystem auszurichten ist. Also deswegen können Sie in dem Fall sagen, ja, okay, dann wenn es so ist, dann kann ich auch gleich das hier vom Schnitt nehmen und da ist es halt hier unten in der Ecke und speichere dann diese Ansicht wieder entsprechend ab. Ich werde es diesmal mal über die Menüleiste machen, gehe also hier auf die Menüleiste Ansicht und finde dann hier irgendwo den Ansichtsmanager, Ansichtsfenster, hier benannte Ansicht, hier ist die, können Sie es auch machen, Menüleiste. Und dann finden Sie wieder Ansichtsmanager und dann gehen Sie wieder auf Neu und können hier dann den Namen nehmen. Das wäre dann Ansicht Ost. Der Layer passt. Hier können wir wieder das Fenster nochmal etwas kleiner machen. Das sieht halt schöner aus, wenn das dann ein bisschen genau passt ist. Bestätigen das mit Enter, gehen auf OK und fertig. Im Übrigen, ich war jetzt eben gerade im Ansichtsmanager drin. Sie können auch mit dem Ansichtsmanager im Nachhinein noch die Ansichten verändern. Ja, oftmals ist es so, dass dann noch Layer hinzukommen und so weiter, so dass sich die Layer-Einstellungen ändern oder auch hier vielleicht, dass der Bereich der Ansicht größer oder kleiner wird, weil Sie irgendwas dazu zeichnen oder wegnehmen. Und das geht auch im Ansichtsmanager. Ich mache es mal wieder von hier, von der Registerkarte, gehe also hier auf Ansichtsmanager. Hier können Sie quasi nur eine neue Ansicht auswählen. Hier können Sie direkt schnell zwischen Ansichten hin und her schalten. Und hier können Sie den Ansichtsmanager aufrufen. Und jetzt können Sie hier auf Ihre Ansicht gehen, die Sie verändern wollen. Zum Beispiel nehmen wir mal die Ansicht Ost.
Und dann sehen wir hier eine Vorschau und hier können wir zum Beispiel hier ein anderes Koordinatensystem zuordnen. Zum Beispiel so. Ja. Sie können die Layer aktualisieren. Ja. Sie können zum Beispiel jetzt die Layer-Einstellung nochmal anpassen, so wie das passt. Und wenn dann die Layer passen, gehen Sie hier rein und sagen einfach Layer aktualisieren. Und dann wird das hier nochmal überschrieben und er nimmt dann meinetwegen nochmal die aktuelle Layer-Einstellung, die Sie gerade jetzt hier eingestellt haben. Ja, Sie können die Umgrenzung bearbeiten. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen sinnlos, ja, weil die ist ja eh gleich geblieben. Ja, und Sie können sie auch löschen. Ja, und so weitere Kleinigkeiten. Sie können nicht alles ändern, aber die meisten Sachen, die gerade für uns interessant sind, lassen sich hier relativ leicht ändern über den Ansichtsmanager. Ja, und wenn Sie das dann haben, dann können Sie natürlich relativ leicht entweder von hier, ja, oder von hier zwischen diesen Ansichten hin und her schalten und können natürlich dann auch sehr leicht dann an Ihrem Modell oder an Ihrer Zeichnung arbeiten und müssen diese ganzen Einstellungen nicht jedes Mal vornehmen. Und ich hatte ja auch angedeutet, auch das möchte ich kurz nochmal zeigen, ohne jetzt ins Detail darauf einzugehen, denn dazu gibt es ein anderes Tutorial. Sie können natürlich auch jetzt hier die Ansicht später im Layout wiederverwenden, indem Sie hier einfach dann in Ihr Layout gehen, dann gehen Sie hier auf Layout, dann finden Sie jetzt hier Ansicht einfügen und hier finden Sie all die Ansichten wieder, die wir hier erzeugt haben und können jetzt hier zum Beispiel die Ansicht auch direkt auf dem Plan verwenden. Aber das, wie das im Detail dann noch funktioniert, das zeige ich dann noch an späterer Stelle. Das war nur ein kurzer Ausblick. Ich wollte damit nur andeuten, dass sich dieser Aufwand doch lohnt, sich so benutzerdefinierte Ansichten bei größeren Zeichnungen zu erstellen, dass das natürlich dann auch später im Layout dann auch noch ein weiterer Benefit ist. Ja, ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar und Sie können die Übung jetzt im Nachhinein alleine fortführen. Viel Spaß dabei!